Hallo zusammen, ich bin der Benny von Cargoclips. Ich zeige euch heute wieder einen unserer Ausbauten. In dem Fall kein Mercedes oder MAN wie gewöhnlich, sondern ein Fiat Ducato, also ein E-Ducato, rein elektrisch, mit 5,40 Meter Länge und einem relativ hellen Holz, in dem Fall Birke, mit weißen Fronten, die wir dazu gewählt haben für die Möbel. Dann schauen wir uns das Ganze mal näher an. Jetzt sind wir im vorderen Bereich vom Fahrzeug. Hier haben wir unsere Küche, in dem Fall ist es unser Dreierküchenmodul. Eigentlich das kleinste, kompakteste sozusagen. In dem Fall ist es verbaut mit einer Dreheinheit. Kann ich das Ganze einfach aus dem Fahrzeug hinausschwenken. Dann wieder fixieren. Und dann kann ich meinen Kocher im Freien draußen bedienen und habe den Dampf nicht im Fahrzeug. Hier in den Schubladen befinden sich unser Frisch- und Abwasser. Da haben wir hier 12 Liter jeweils. Darüber ist der Induktionskocher und dann haben wir noch einmal Stauraum. 3 Liter 12 Volt Boiler ist verbaut und eine Auszugsarmatur, dass man zur Not mal duschen kann. 12 Liter kommt man nicht ewig aus, aber wenn man mal sich kurz abduschen muss, funktioniert das auch. Dann haben wir hier unsere Sitzgelegenheit, das ist unser Drehtisch, in dem Fall nicht aus Massivholz, sondern Sperrholz mit Schichtstoff, auch ganz einfach zum Hochklappen. Und dann zur Erweiterung kann man sich einfach ausdrehen. Fahrer- und Beifahrersitz sind drehbar und hier ist noch unser Fach, wo die Trenntoilette drinnen ist, wo wir auch noch einmal eine Sitzgelegenheit haben, dass man sich gegenüber sitzen kann. Hier im Anschluss an die Toilette haben wir einen Kühlschrank. In dem Fall ist es ein 90 Liter Kühlschrank von Dometic mit der Türe, die beidseitig zu öffnen ist. Und obendrauf auf unser Modul haben wir nochmal einen Rahmen gesetzt, dass man noch ein Ablagefach hat. Jetzt gehen wir hier zum hinteren Teil des Fahrzeugs über. Da haben wir den Kühlschrank ein wenig als Raumtrenner mit drinnen von vorne. Dahinter befindet sich unser Auszugsbett. Als Querschläfer haben wir es hier verbaut. Der Vorteil beim Fiat Ducato ist, dass er hinten die Breite hat im Innenraum, dass man außen keine Verbreiterungen aufbauen muss für den Querschläfer. Und trotzdem ein bisschen über 1,90 Meter Liegefläche hat. Oberhalb vom Bett befinden sich unsere Hängeschränke. Hier über der Küche haben wir noch unseren Besteckkasten unter dem Hängeschrank mit drinnen. Auf der Fahrerseite hier haben wir unterhalb vom Bett nochmal einen Stauschrank. Und davor ist unser Technikverbau, wo wir ein großes Lithiumpaket mit 360 Amperestunden Lithiumbatterien haben und 3000 Watt Wechselrichter. In dem Fall für das, dass wir autark hier mit unserer Induktionsplatte in der Küche auch kochen können und nicht immer externen Strom brauchen. Das war es jetzt wieder von diesem Ausbau. Ihr könnt euch das Fahrzeug gerne live anschauen. Wir stellen ihn am Caravan Salon in Düsseldorf aus. Ist von 26. August bis 3. September. Kommt gerne bei uns vorbei und vielleicht sehen wir uns dann da. Ciao!